Und so verliert Burghausen dieses Kellerduell und bleibt Tabellenletzter. Die Abwehrleistung pendelt sich so langsam zwischen katastrophal und nicht vorhanden ein. Ohne Worte. Es wird eine harte Saison für Burghausen. Um es noch einmal deutlich zu sagen, ohne Motivation, ohne Kampfkraft, ohne Willen kann man mit der roten Laterne in der Hand einfach nicht so auftreten. Das wird ein verdammt langer Weg. Ja, ich appelliere da an eine Leidenschaft, an ein Herzblut. Und gerade wenn ich in so einer Situation stehe, dann muss da mehr kommen. Und wie gesagt, da muss ich einfach gallischer sein, wie das Wappen, was wir hier auf der Brust haben. Burghausen steht für ein gallisches Dorf. Und da hat der Letzte nicht begriffen, um was das es geht. Wir müssen ja erstmal in die Winterpause gehen, das alles für uns verarbeiten und schauen, jeder sich selbst mal hinterfragen, was er besser machen kann. Und dann werden wir wieder mit voller Elan in die Rückrunde gehen. Wacker geht als Letzter der dritten Liga in die Winterpause. So schlecht ist die Truppe von Uwe Wolf nicht. Und hier, Freistoß ist korrekt. Flügler schraubt sich hoch und macht den Ausgleich. Es hat sich angedeutet, Wacker Burghausen gleicht aus. Etwas Entlastung. Haug findet Holz. Das 1-1. Ja, gibt's das denn? Und konzentriert auf den Punkt. Sind der Ausgleich 1-1 in Anführungsstrichen 4. Und da ist sie dann auch endlich die geforderte Leidenschaft. Auf Boris Müller kann endlich mal den Ball behaupten und der einzige Stürmer, Hendrik Benschik, hat eine einzigartige Idee. 1-0 für Burghausen. Zu spät. Eckball Burkhardt. Knochner. Tor für Burghausen. Das 2-1. Durch Knochner. Es ist aufgerückt. T. In die Gasse und da läuft Holz. Und so war es das Tor. We'll be right back.
auf Burkhardt. Die Tümmel, Chaos, Ausgleich, Wacker Burghausen. Seine Vorarbeit macht es Menschen leichter zu treffen.